Sie sind ja freundlicherweise auf das Gespräch von mir eingegangen, haben gesagt, dass Sie einfach vorbeikommen, wir einen Termin machen, um mal mein kleines Badezimmer zu besprechen. Ja, mache ich gerne. Dieses kleine Bad hat ja nur knapp 2 mal 2 Meter. Oh. Und wir haben uns überlegt, was machen wir am besten? Wir nehmen die Badewanne raus Ja. und machen dann diese ganze Fläche der Badewanne zu einer sogenannten Duschfläche. Die müssen tatsächlich das Badezimmer umbauen, weil der Herr Bongers ist nicht mehr in der Lage, in die Badewanne einzusteigen. Das heißt, Barrierefreiheit ist da gewünscht, damit er, soweit es geht, selbstständig agieren kann. Bei dem Hausalter macht es wahrscheinlich Sinn, einmal komplett zu sanieren, weil dann sieht man auch, in welchem Zustand die Rohre sind. Und bei den Flächen, die Sie genannt haben, ist das jetzt auch kein großer Unterschied. Das Haus ist unterkellert, ne? Nein, Nein, ist nicht wir sind da auf der unterkellert. Betonsohle Alles klar. drin. Die Besonderheit der Wohnberatungsstelle ist, dass wir ergebnisoffen beraten und kostenlos sind. Das heißt, wir gucken zu Hause mit den Ratsuchenden, welche Veränderungen vorgenommen werden können, aber nicht müssen. Ich brauche eine erhöhte Toilette, aber bitte keine so hohe, wie die in Krankenhäusern sind. Dafür sind wir beide zu klein. Wir haben zu kurze Beine dafür. Ja, ich Ja. denke auch, dass das Waschbecken verkleinert werden Ja, muss, ja. weil nimmt ja sehr viel Platz weg. Dann gucken wir uns das Badezimmer noch einmal an. Hilfsmittel sind immer so 55 bis 65 Zentimeter breit. Das heißt, wenn die Tür jetzt tatsächlich 69 ist, damit passen Sie eigentlich mit allen Dingen, die Sie brauchen, durch. Ja, Viel das ist schon entscheidender richtig. ist diese Stelle hier. Das ist so, wie ich mir das gedacht hatte, etwa 40 Zentimeter. Das ist sehr knapp. Ich würde an der Stelle als erstes gucken, das Waschbecken kleiner zu wählen. Und dann gibt es die Möglichkeit, das WC nicht so weit in den Raum reinzustellen, so dass man dann auch wieder einen Durchgang von 60, 65 Zentimetern vielleicht bekommt, der dann wieder mit einem Rollator befahren werden kann. Beim WC hatten wir vorhin über Klappstützgriffe gesprochen. Das ist eine Frage der Physik. Wenn Sie sich stützen wollen, dann haben Sie ein Maß von der Körpermitte bis zum Griff von 35 Zentimeter. In dem besonderen Fall links und rechts der Toilette reden wir von Klappstützgriffen. Das heißt, die werden bei Nichtgebrauch hochgeklappt. Das ist auch wichtig für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dass die zum Beispiel einen Klappstützgriff hochklappen können und seitwärts sich auf die Toilette setzen können und den dann wieder runterklappen. Das ist aber auch für so einfache Sachen wie die Grundreinigung im Badezimmer total praktisch, wenn man die an die Wand klappen kann und dann einfach viel Platz hat. Bei der Dusche hatten wir ja gesagt, im Prinzip so halbe halbe, halbe mit Gefälle hierhin oder ein Gesamtgefälle im Badezimmer. Eine Duschrinne hätte hinten immer den Nachteil, Sie haben denn nur noch ein Gefälle, das Senkrechtgefälle, und haben kein Quergefälle mehr, sondern da ist dann in aller Regel irgendwo ein Schnitt drin und eine Kante. Das ist eine Stolperkante. Finde ich nicht so glücklich. Das hier zu der Wand zum Wohnzimmer hin, das muss wirklich dicht sein. Ja, das ist ja was, was Sie erreichen. Die Hauptbedenken sind, dass diese Baustelle zu teuer wird oder dass die Baustelle zu lange dauert oder dass der Vermieter was dagegen haben könnte oder derjenige, der das Haus erbt, in dem Sie wohnen, also was Ihr Eigentum ist. Das sind in aller Regel Bedenken, die man ausräumen kann, wenn man sich die Zeit nimmt, darüber zu sprechen. Gut, dann mache ich jetzt einmal für das Antragsschreiben bei der Pflegekasse noch ein paar Fotos vom Badezimmer. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Sie melden sich bei mir, wenn Sie einen Kostenvoranschlag haben, und dann tragen wir alles zusammen und stellen den Antrag. Schön. Finde ich eine gute Marschroute. Der aktuelle Stand bei der Familie Bongers ist, der Antrag bei der Pflegekasse ist genehmigt. Die werden in absehbarer Zeit mit den Umsetzungen der Bauarbeiten beginnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so aussieht wie auf den Bildern. Wir werden die Badewanne rausnehmen und an der Stelle der Badewanne einen Bodenablauf einsetzen. Der Fußboden wird rutschfest gefliest. Und der Waschtisch und das WC werden so nah wie möglich an die Wand gesetzt, um den Zugang zum Badezimmer nicht unnötig zu beeinträchtigen, so dass man also mit einem Hilfsmittel das Badezimmer gut erreicht
und dass im Zweifel auch eine Pflegeperson immer noch genug Platz hat, um bei der Grundpflege behilflich zu sein.